Weiter geht es mit einer neuen verwüsteten Folge Ratchet & Clank Rift Apart. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt gewinnen, einmal dieses Spiel hier für die PlayStation 5. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. So, wir machen weiter. Was haben wir hier drüben? Ich habe noch so einen Bären gefunden und einen Fernseher. Okay. Ich dachte, hier würde irgendwas Spektakuläres passieren. Tut es aber nicht. So, wir sind immer noch hier auf dem Planeten unterwegs, aber wir werden jetzt gleich die Story weiterspielen. Nur ganz schnell noch hier hin. So, ein bisschen Geld mitnehmen ist immer wichtig. Und dann hätte ich ganz gerne nochmal hier so ein Käferli. Sag mal, wie kommt man denn hier hin? Anscheinend kann man irgendwie in dieses Gebäude hier rein, nur ich habe keine Ahnung wie. Da sind irgendwelche Dudes drin, die Hunger haben und von Abenteuern am Strand reden. Aber wie man da reinkommt? Jungs? Irgendeine Idee? Nö, die haben auch keine Idee. Ich glaube, ich habe aber einen Weg gefunden, wie man auf diese eine Bohrinsel kommt. Das schauen wir uns doch ganz schnell an und dann geht's weiter. So, Moment, lass mich hier durch. Oh, hier sind ja ganz viele von diesen Schleckerlis. Empfehle Ausweichmanöver. Ah, verdammt. Natürlich. Das ist eine Falle, wenn du ein Schleckerli bekommst. Das ist eine Falle. So. Mal wieder ein bisschen hier mit dem abgehen. Ich meine, der macht mittlerweile auch echt gut Schaden, ne? Guck mal, wie easy wir den zerlegen. Piu, 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 piu. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. 40%. Und wieder drauf. Gemüse, mein Freund. Gemüse. Hm, was könnte ich denn hier noch leveln? Blitz. Blitz ist halt auch sehr geil, wenn es viele Gegner sind. Besonders viele kleine Gegner. Aber es reicht auch für so einen großen. So, gib mir. Okay, wir haben 40 Stück davon. Ich wette, es gibt auch eine große Belohnung, wenn man sie alle hat. Ähnlich wie damals bei den Gehirnen. Warte mal, da hinten ist sogar noch irgendwo ein Kristall, den man sich snacken kann. Wo soll der denn sein? Moment. Hier in die Richtung. Ho. Na gut. Moment. Jetzt machen wir schnell die Nummer hier drüben. Damit wir endlich weiterkommen. Shit. Genau perfekt getroffen. Wendemanöver Omega war nicht so gut. Boah, boah, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Und ich habe eine Rampe da hinten gesehen und vielleicht funktioniert das. Seht ihr die Rampe? Es muss irgendeine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Da zwischendrin. Was, hier kann ich auch nicht dagegen? Och nö, Jungs. Kann doch nicht so schwer sein, da hochzukommen. Ah, ich glaube, wir machen die Story weiter. Genug hier rumgeblödelt. Okay, Freunde. So weit, so gut. Was gibt's da hinten noch? Hier gibt's nichts. Hier gibt's noch irgendwo eine. Jetzt hole ich mir erstmal meine Belohnung. Mal sehen, was es überhaupt gibt. Oh mein Gott. Viele Früchte liegen denn hier rum? Oh, wow, sind das viele Zurbsteine. Damit gehören die Schutztruppenstiefel dir. Unsere Trudy hat immer riesen Hunger. Also, wenn du noch mehr Zurbsteine bringst, könnte ich dir noch diesen Rida-Spionbot geben. Oh, was hast du gesagt, Trudy? Du willst Rivet helfen, sie zu finden? Du hast sie gehört. Spring auf ihren Rücken, sobald du die Suche starten willst.
Okay, cool. Wir haben neue Stiefel und... Mit Judys Hilfe kann ich herausfinden, wo der Rest der Zurbsteine ist. Wir können fliegen. Dem alten Mord wird's warm ums Herz, Trudy wieder so aktiv zu sehen. Okay, Kleine, los geht's! Okay, aber wie komme ich runter? Ach, hier kann ich landen. Ah, ich verstehe. Was ist das hier drüben? Bremsen L2. Ich wette, so komme ich jetzt endlich auf diese verdammte Insel. Wow, okay, hier oben kann man auch noch hin. Wahrscheinlich komme ich auch so zu diesen Dudes, die sich unterhalten haben. Kann ich irgendwo landen? Hier. Landen! Trudy! Ah, so funktioniert das. Konnte ich ja nicht wissen, dass wir das verdammte Vieh auch irgendwann fliegen dürfen. Aber hier ist nicht so viel los, wie ich erwartet hätte. So, hier schnell hin. Kristalle. Kabams. Einmal hier hin. Also dieses blaue Leuchten in der Ferne, das sind Landepunkte. Da können wir mit unserer Freundin landen. Ja, und hier drüben waren wir schon. Okay, hier ist nichts Spannendes drauf. Die ganze Zeit will ich auf diese Plattform und es gibt im Grunde nichts. Tja, das war weniger spektakulär als erwartet. Finden wir diese Zurbsteine. Können wir auch nach oben fliegen? Ja. Ja, wir können auch hoch. Okay. Dann let's go, gehen wir zurück. Okay, da hinten ist noch eine weitere Insel. Waren wir da schon? Das haben wir noch gar nicht entdeckt. Hier ist ein Bereich, den wir noch gar nicht entdeckt haben. Mit Gegnern. Krass, wie groß diese Welt hier ist. Die wollen die Früchte. Warum wollen die Früchte? Das sind meine Früchte. Da gibt's richtig kräftig Protein. Hätte nicht gesagt, ihr sollt von meinem Planeten verschwinden. Runter von meinem Planeten und von meinem Rasen. Ich meine, wir können hier ein bisschen teamworken. So, Elektrodudeldei. Alles klar, den hätten wir und... Okay, gegen so einen großen ist die Waffe eigentlich auch extrem gut, weil dieses Stun. Stufe 2, Baby. Stufe 2. Wow, 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 das war sehr, sehr knapp. Der wollte mich schlecken. Okay, 60 Stück sind das. Und wir haben jetzt 45. Aber krass, wie viele Bereiche es hier gibt. Ja, der Planet ist doch recht umfangreich. Okay, Trudy. Noch die Bohrinsel, aber dann... Dann weg hier. Wie komme ich denn an die Bohrinsel ran? Kann ich da vielleicht drauf und das Ding bringt mich rüber? Nö. Müssen wir vielleicht fliegen? Schwupps. Hey, Rivet! Ich hab's dir vorhin nicht gesagt. Trudy ist jetzt stark genug, Feuer zu spucken. Von all den Zurbsteinen ist ihr Bauch so heiß wie Mords Partymix. Du kannst sie jederzeit loslassen. Cool. Jetzt können wir endlich den Rest der Zurbsteine holen. Wie komme ich da hin? Big question. Oh, sorry, sorry, Kleine. Sorry. Na, vielleicht gibt es da auch wieder irgendeine Fähigkeit, die wir benötigen. Na gut, ich flieg mal zurück. Aber cool, dass man hier so eine Übersicht von der Welt bekommt und echt beeindruckend, wie groß der Laden dann ist. Ach, schau mal hier. Was macht der Idioten überhaupt? Und da komme ich auch an die Steine ran. Ah, das ist nice. Das ist ja nice. Also wir können die Steine einfach abschießen. Okay, das beschleunigt das. Sind hier oben auch welche? Ich glaube, hier oben ist es clean. Wow, was war das?
Alright. Landeflug. Ach, nichts geht über einen Flug mit Schuh. Wenn ich... So, ich muss... Ich muss weiter, ich muss die Welt retten. Alright, Freunde. Gehen wir hier hin. Wir kommen. Let's go. Ist okay für mich. Ist okay für mich. Ziehen wir es durch. Und quarzen ein wenig rum. Auf Sargasso sagtest du, du hättest Ratchet den Dimensionator gegeben, damit er die anderen Lombax findet. Ich dachte nie, dass ich mal einen treffe. Oder unser Zuhause finde, wenn man es so nennen kann. Glaubst du wirklich, das geht? Nein. Nein? Nein! Wow! Was ist hier passiert? Ich weiß nicht genau. Wow, das sieht beeindruckend aus, oder? Das sieht echt beeindruckend aus. Wow, schaut euch das hier an. Was ist das hier? Also das war das Blizzon scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Wow, noch eine Dimension. Ist das dein Blizzard? Nein, aber hier können wir intaktes Phasenquarz finden. Suchen wir die Bergleute. Alter, wie heftig. Wusch. Wie heftig. Okay, ich bin hart beeindruckt. Die Leute sind ja hart genervt davon, dass ich so hart beeindruckt bin. Aber sorry, wie krass ist das? Also hier habe ich wirklich so ein richtiges PlayStation 5 Gefühl. Hier fühle ich mich so, als würde ich jetzt auf einer neuen Plattform spielen. Einheimische Wesen entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Einheimische Wesen. Oh, das heißt nichts Gutes. Kümmern wir uns zuerst um die giftigen Krabben. Erstmal schön die Giftkrabben hier entsorgen. Ja, komm. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Schadenswarnung in der Anlage. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Wir müssen auf die andere Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Hast du mich nicht genug bestraft? Du dämliches Universum! Kein Job, kein Phasenquarz. Kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut, von mir aus! Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blizzard gibt. Noch intakt? Woher willst du... Natürlich! Das Blizzard! Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde... Wer war das? Weißt du, wovon sie geredet hat? Sie muss überlebt haben, was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blizzon-Kristall. Wer war das? Irgendjemand, der ziemlich angepisst ist über die aktuelle Situation. Also hier kann man nicht durch, ne? Nö, hier ist eine Scheibe. Alright. Achso, einfach hier so schwupps und rüber. Okay, ich wollte boosten dann. Ah, die Nummer hier. Geht aber hier gar nicht. Ah doch, hier geht's. Unsere Spionin hatte recht. Vernichtet die Lombax im Namen des Imperators. Nefarius, Soldaten. Wir müssen an ihm vorbei und irgendwie zurück in die intakte Dimension. Tja, mein Freund. Bei dir klingt das immer alles so leicht. Wow. Oh mein Gott. Ich wäre hier beinahe runtergefallen. Komm zu mir. Ich bin wie Magneto. Ich bräuchte diesen Hammer, beziehungsweise das Tool,
dass man hier wieder so Anzugsfähigkeiten hat. Anzugsfähigkeit, Anziehungsfähigkeit. Ach, was weiß ich. Ach, komm schon. Geregelte Wollstärken sind nicht erlaubt. Kassier. Oh, hier zu kämpfen ist nicht gut. Man kann nämlich nicht boosten. Damit auch nicht dodgen. Alright. Geschafft. Und wie kriegen wir jetzt das Phasenkratz? Wir sollten mit einem Arbeiter oder Ingenieur in der intakten Dimension sprechen. Klingt nach einer Idee. Sie sendet für jeden, der vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir das Phasenquarz haben. Dieser Bereich ist derzeit abgeriegelt. Bitte die Anlage schnellstmöglich auf sicherem Weg verlassen. Vielen Dank und noch einen höllisch schönen Tag auf Blizzard. Vielleicht lässt sich die Sperre zurücksetzen. Moment. Kommt her! Kauft meine Sachen! Wo ist der über... Aha! Geschafft! Aha! Vielen Dank und noch einen sicheren, höllisch schönen Tag auf Blizzard. Ist die Hölle hier, ha? Huh? Okay, die Bombe ist beinahe wieder gelevelt. Seismische Aktivität hat die Brücke zerstört. Wir müssen wohl den langen Weg nehmen. Das ist echt cool. Ich meine, das sind zwei völlig unterschiedliche Planeten. Ich meine, das andere ist kein Planet mehr, weil es nur noch eine Trümmerlandschaft ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, no. Was sind das denn für Dinger? Lava-Kugloiden sind irgendwie süß, wenn sie einen nicht gerade beißen wollen. Also nie. Ich mag nicht Kugloiden. Fallen mir nicht. Sehen aus wie kleine Igel. Au. Okay, gib mir mal dieses Baby hier. Alles besteht aus Teilen. Schnell hier drüber. Vielleicht irgendeine Idee, wer diese Person in meiner Dimension war? Die Fremde? Auf dem Visa in meiner Dimension bin ich so jemandem nicht begegnet. Ich habe auch keine Ahnung, aber mich fragt eh niemand, oder? Ich bin den Leuten doch eh furzegal. Mach mehr Videos, halt die Klappe. Dankeschön, ihr seid immer so nett. Oh. Weiteren Goldbold erhalten. Yes. Goldbold. Verdammt sexy. Boah, ich hab schon wieder 45 Stück. Ich kann schon wieder richtig schön sauber hochleveln. Okay, ein kleiner Blick auf die Map. Das sind die Kristalle. Alles klar. Scheint auch nicht so ein Riesenplanet zu sein wie der andere. Oh, ich bin auch noch ein Level up. Jetzt habe ich 40 Lebenspunkte. Oh no. Nicht gut. Mann, wo sind wir? Wen juckt's? Schnapp den Lombax! Ja, wo zum Geier sind wir? Ihre absolute Elite! Wow. Nicht cool, Alter, nicht cool. Die Hals ab, Biker! Nimm dir den Tag frei, Kumpel! Meine Blitze. Gar nicht realisiert, dass sie auch Blitze schießen. Ehrlich? Irgendwie süß. Oh, no. Ja, die sind schon irgendwie putzig. Aber auch sehr, sehr gefährlich. Komm schon, hau die Hundis weg. Samt Besitzer. Die Halsabweicher sind vielleicht gut, aber wir sind noch besser. So sieht's aus. Wir sind absolut die Besten.
Ah, hier drüben. Alright. Brücke erfolgreich überwunden. Bitte Hände und Füße drin behalten und die überall blubbernde tödliche Lava meiden. Vielen Dank. Einen schönen Tag aus dieser. Danke für die Hilfe, Bolz. Bin ich nicht gewöhnt. Wir müssen das Phasenquarz irgendwie abbauen. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Ich glaube, da drüben steht jemand. Ich glaube, wir haben da drüben jemanden gefunden. Na? Alles easy? Ah, die Bergbauzentrale. Vielleicht weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Die Chefingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Du weißt aber auch wirklich alles, hä? Huh? In der Tat. Zum Beispiel verbringt ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen? Okay, Fake News. Diese Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Blizzard meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Das stimmt. Ich meine, das Ding könnte jederzeit hochgehen. Und im Moment sind wir drauf auf dem verdammten Planeten. Ist es klug, hier alles zu zerstören? Juckt aber niemanden, ne? Irgendwelche wertvollen Mineralien, die ich hier einfach so zerkloppe. Oh, es passt schon. So, Freunde. Ihr wisst, was jetzt kommt. Yep. Die Folge ist mal wieder rum. Und wir sehen uns wieder in der nächsten. Lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da. Supportet das Ganze ein bisschen. Denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.